Ja, bei Dishonored. Und ja, wir wollen jetzt zum Hauptfahrzeug. Wie es da aussieht, das sehen wir jetzt, ne? Das habe ich euch ja versprochen. Ja, 5 von 5 Runen. Knochenartefakt haben wir eins nicht gefunden. Das ist ein bisschen blöd, aber nicht ganz so schlimm. Wenn ich nicht wusste, wo es ist. Aber egal. Fortsetzen. Bitte, nein! Oh, Sie sind's, Corvo. Den Sternen sei Dank. Wir dachten, Sie wären tot. Alle bis auf Samuel. Er schien sich sicher, dass Sie überlebt hatten. Ich sah ihn auf dem Fluss, bevor das Gemetzel begann. Er war schlau genug, nicht an Land zu kommen. Und er ist sicher noch draußen. Okay. Sucht vermutlich nach Ihnen. Pavlok rief uns in den Garten. Aber es ging mir nicht gut. Ich sah vom Dachboden aus zu. Er hatte ein Entermesser. Erst stach er Wallace mitten ins Auge, tötete Lydia und dann erschoss er Callista von hinten. Was? Emily sah alles. Havelock schrie etwas über die Dinge, die er getan hätte und die keiner wissen dürfe. Pendleton konnte niemandem ins Gesicht sehen. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und gingen zum Käfig. Was danach war, weiß ich nicht. Okay. Emily war dabei, als das Gemetzel begann. Armes Kind. Boah. Ich hoffe, sie hielt die Augen zu. Der Admiral sagte, Morton habe recht. Sie sprachen wohl darüber. Und dann haben sie sich Sorgen gemacht, für all ihre Taten gegen den Lordregenten hingerichtet zu werden. Deshalb haben sie sie wohl auch vergiftet. Das sagt halt einiges, ja. Die haben Callista hingerichtet. Ich fürchtete, Lydia würde mich noch verraten. Stattdessen verfluchte sie Hep. Die Callista, die auf Emily aufpasst, haben die hingerichtet, einfach so. Vor allem, das ist ein No-Go, ne? Entschuldigung, mein Fehler. Lydia ist die Einzige, die mich freundlich behandelt hat. Mir bitte durch, Dankeschön. Der Admiral wusste gar nicht, dass es mich gibt. Das ist auch noch nicht so schlimm. Ich kann mich genug verstecken. Scheint, dass niemand sicher ist, wenn ein Mann einem Preis wie dem Thron so nahe ist. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Okay, Freunde. Ihr habt jetzt echt zu viel getan. Das ist. Muss Polen offen, ey. Große Feier geben. Bei der letzten Krönung war ich noch ein Kind. Wenn wir bis dahin überleben, siehst du das Chaos hier? Ganz ruhig. Einer der Offiziere sagte, er sei tot. Vergiftet und in den Fluss geworfen. Der ist lange weg. Maske meint ihr? Und weg. Das würde ein normaler Mensch tun. Aber nicht er. Du musst den Verstand eines Kriminellen verstehen. Hört ihr, sie hätten das Caldwell-Mädchen von ihm ferngehalten. Die ganze Zeit. Und sie hätten ihn in einen Käfig gesperrt. Nur nachts rausgelassen. Eines Kriminellen, hä? Was macht er? Meint ihr? Er wartet, beobachtet uns. Mit der irren Maske. Kommt näher, noch näher und noch näher, bis... Hör auf damit. Was ist an Corvo überhaupt so interessant? Wen hat er besiegt? Ein paar Oberaufseher, ein paar Edelleute. Keine Chance gegen Männer wie uns. Jetzt hoffe ich, dass er sich zeigt. Ich will sehen, wie du um Hilfe rufen zu den Tallboys hinter uns rennst. So wie du, letzte Nacht. Was hätte ich denn machen sollen? Stehen bleiben und mich mit Steinen bewerfen lassen? Das waren nur Kinder. Das war eine Bande. Ich hoffe, Lord Regent Havelock hetzt denen die Tallboys auf den Hals. Eine neue Ära. Eine Zehnjährige auf dem Thron wird wohl kaum die Seuche beenden. Oberaufseher Martin sagt das Gegenteil. Er sagt, wir wurden verflucht, als Corvo die Kaiserin tötete und dass die Ratten nie gehen würden, bis wieder eine Caldwin auf dem Thron säße. Er sagt, Corvo sei mit dem Outsider im Bunde. Auf dieser Stadt liegt ein Fluch. Das stimmt. Ich versuche immer noch, den Dienst im überschwemmten Bezirk zu vergessen. Erinnere mich nicht daran. Bevor wir gehen, werde ich noch etwas aus dem Keller mitnehmen. Der Fluch im Morgenland.
nicht, dass sich Corvo nicht da unten versteckt. Vielleicht hat es gar nicht schlecht. So, wir haben uns hier mal schnell reingeschlichen hier. Hier ist die Brauerei. Da stapft ein Torboy rum. Der ist mir aber relativ egal, der Torboy. Das klang, als wenn der Torboy quasi gerade das werden wir auf jeden Fall brauchen. Wie alt war noch mal deine Schwester? Geräumt, hier wurde geplündert, das ist verständlich, denn man ist ja umgezogen, wie es aussieht. Aber nicht mit mir, ne? Ja, da gehen wir nicht hin. Ich will jetzt erstmal, bevor ich in den Keller gehe, in mein altes Zimmer zurück. Unsere Männer versuchen immer noch ins Labor einzudringen. Ist verbarrikadiert. Wir vermuten, Pero Joplin ist drin. Der verrückte Naturphilosoph. Oh. Beweise deuten darauf hin, dass Anton Sokolov hier gegen seinen Willen festgehalten wurde. Wir können noch nicht sagen, wo er ist. Ich verwette meinen Sold darauf, dass er bei Pero Joplin ist. Mit dem Solisten nimmt ihn fest. Aber er muss unversehrt... Aber. Nimm das! Wer den tötet, wird gefördert! Na komm! Wachen, zu mir! Umzingelt ihn! Nimm das! Aua! Hier gibt es nicht nur eine, hier gibt es mehrere Leichen. Tut mir leid, Freunde. Meinst du? Helft mir, nach ihm zu suchen. Kannst dich nicht ewig verstecken. Nee, die habe ich gar nicht vor. Helft mir, ihn zu finden. Na komm. Renn ihn nieder.
Habe ich den gerade wirklich den... Ja, ich habe ihm wirklich den Oberteil vom Unterteil getrennt. Und den sogar den Kopf ab. Hier! Ich weiß auch, dass ich hier bin. Ich weiß, dass du hier bist. Renn besser weiter, wenn dir dein Leben lieb ist. Ach, Emily, schnell waren wir hier. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Haben wir noch genug? Wir haben 9 Stück. Alter, mal still, du Vieh! Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Das hätten Sie auch damals schon sagen können. Aber warum einen Groll hegen? Corvo, gut zu sehen. Upsa, mein Fehler. Entschuldigung, Freunde. Noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Ich habe soeben Kiros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Doch leider sind Sokolov und ich nicht mit diesem Talent gesegnet. Ohne den Blitzpfeiler ist unser Tod nur eine Frage der Zeit. Wir können das Gerät in Gang setzen, oder Sie können alle unsere Gegner nacheinander ausschalten. Das ist allein Ihre Entscheidung. Nö, wir nehmen schon die Blitzpfeiler. Ich muss mal wieder zum Labor zurück. Das ist das Einzige. Das werden wir, da werden wir uns hinschleichen wieder. Ich meine, ich habe hier drüben sowieso schon Alarm ausgelöst. Was geht da? Ja! Attentäter! Hala! Zielt auf die Beine! Auf die Ohren! Wenn ich das finde, hast du... Wachen! Zu mir! Ja. Aua! Zurücktreten! Stirb, verdammt! Ja. Haltet ihn auf! Na? Eine Woche Mist, ich verdiene dich. Jetzt habe ich dich. Attentäter. Aua. Lexka.
Meine Güte. Da habe ich sogar richtig in die Wand reingedrückt. Aber war ich vorhin ja nicht schon drin gewesen in diesem Zimmer? Ah, hier. Das habe ich vorhin ja nicht gesehen. Na, ist egal. Der eine Soldat würde in den Keller gehen. Da habe ich eine Idee für nachher. Oder wir machen die jetzt mal. Wie gehen wir jetzt da lang schon? Das ist jetzt gerade eine Idee, die ich jetzt gerade habe, die auch gerade funktionieren kann. Manu? Endlich. Zeit, diese Hütte gegen einen Ort zu tauschen, der meinem Stand entspricht. Alle edlen Familien des Kaiserreiches werden zu den Pendants aufsehen. Wallace, bevor du dich unten mit Havelock triffst, bring dies hier zum Boot für mich. Ich werde in den nächsten Tagen die wichtigsten Kapitel aufnehmen. Okay. Pierre Riel blieb vermisst, hörst du den Exekutierten, Anton Solokov vermisst oder dann exekutieren. Legia tot aufgefunden. Für tot gehalten, vermutlich vermisst, bei sich Kontakt töten. Samuel Bedrag wird vermisst. Ja. Die Torwärts können in den Gully nämlich nicht rein, das ist der Vorteil, den wir haben. Sicher, dass du es weißt? Wo bist du? Ich werde. Da bist du ja! Attentäter, Hilfe! Umzingelt ihn! Na los, stirb schon! Komm doch!
Stirb endlich! Wo ist der hin? Kannst dich nicht ewig verstecken. Lange noch. Ich weiß, dass du hier bist. Jetzt habe ich dich. Zu den Waffen! Stirb! Die Tall Boys. Die sind so gerade minimal mein Problem. Okay, gut, dann anders. Ah ja, gut, okay. Ich bin nach wie vor kein Freund davon, dass sie die Leute hier ermordet haben, einfach so. Das finde ich scheiße. Zu Piero wieder zurück. Da waren wir jetzt gerade. Da haben wir böse Tohu Wabohu gestiftet. Sogar richtig böse. Also. Wäre da gelacht, wenn wir jetzt nicht auch noch die Torboys ausschalten können. Na, nun Moment hier. Aufpassen, hier schleicht jemand herum. Was? Wer macht denn sowas?
brauchen, ist die letzte Sequenz, den Bauplan. Dieses Gerät wird Ich mache, was Sie wollen, aber fragen Sie schnell. Ja, ja. Danach gehen wir in den Blaupläne. Das haben wir noch für dich. Wir brauchen erstmal noch ein paar von... Was haben wir Verbesserungen haben wir da? Hast du irgendwas da, was wir brauchen können? Springradius... Entschuldigung, ich habe gerade die Hand vorgehalten. Explosivpistolen, also die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben noch 4000 Münzen haben wir jetzt noch. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Ne, brauche ich Lebenselixier. Haben wir aber nicht, ne? Ah, schade eigentlich. Ach ja, Shopping. Okay. So. Erstaunlich. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Koppel? Wie Sie wünschen, Koppel. Wir werden über alle Berge sein, bevor Sie wieder zu sich kommen. Nein, aber es macht sie einfacher, wenn ich die nämlich so ausschalte. Ich weiß aber nicht, ob man Torbe auch einschläfern kann. Alles ist fertig, Corvo. Nur der Walöltank zur Energieversorgung fehlt noch. Ich hab's geahnt. Möchten Sie sich die Ehre geben? Habe ich eine andere Wahl? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. Na, komm raus. Oh, Verzeihung. Einfach großartig. Seine Funktion übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Wirklich unbeschreiblich. Ein Gerät wie dieses wird Dunwalls Sicherheit ein Jahrhundert lang garantieren.